einmal England und zurück. Ob wir uns allerdings noch eine Rückfahrt leisten können, das bezweifle ich. Ich meine, hier in Fulm drin ist ja fast der Fall für einen Wirtschaftsfunk. Die ersten Tage hört sich das ganz harmlos an. Frühstück 3,75 €. Mittagessen fällt sowieso aus, weil es keins gibt. Abendessen, ich meine, ein Dinner unter 5-6 Pfund ist da gar nichts drin. Wie wir da mit unseren Spesen auskommen sollen, ich weiß es nicht. Weil für die Mama daheim soll ja auch ein bisschen was übrig bleiben, nicht? Naja, wir sind ja Gott sei Dank ein kleines Team. Ludwig Büchner macht eigentlich die Kamera, aber er ist auch stark als Goldsucher. Und Georg Scheck, Assistent und zweite Kamera, hat als Bayer Erfahrung in Wildern und Schwarzfischen. Und Rainer Karben, unser Tonmeister, möchte eine Ölquelle finden. Ja, dann werden wir halt alle Finanzprobleme los. Morgen fahren wir nach London. Da stellen wir uns dann auf Straßenbettel um. Oder Essen ist fertig. Oder wir gehen zur Deutschen Botschaft. Die werden uns schon ein Superl geben, wenn wir eine Steuer zahlen. Hast du was erwischt? Ja, nur ein Vorteil. Ja, und? Ludwig, wie schaut's mit dem Gold aus? London, 7 Uhr früh. Ja, was muss jetzt alles? Also einkaufen, Regenmantel, Pullover, Socken, Tee, hier gibt's den besten Tee, ins Theater gehen, Konzert, Hyde Park, britisches Museum, Antiquitäten suchen, Versteigerung, Silber soll hier noch sehr günstig sein und Hemden kauft man nur in der German Street, parallel zu Piccadilly. Und Schuhe, die kauft man nicht, die lässt man machen. Die Tower Bridge besucht man diesmal nicht. Man wartet, bis der Fahrstuhl fertig ist und man rauffahren kann und von oben eine völlig neue Aussicht hat. Na, die Wachablösung nicht. Weil das ist ja doch immer das Gleiche nicht. Vielleicht die Krönung, wenn der Prinz Charles einmal so weit ist. Ja, so Swinging London, die verrückten jungen Leute, die gibt's ja nicht mehr. Und Punks, sowas, das hat ja halt jede kleine Provinzstadt, die mit der Zeit geht. So Impulse, neue Wellen, ja, die kommen zurzeit nicht aus London, oder? Sowas wie die Beatles, mei. Ja, London ist also eine ganz normale Großstadt geworden. Mit allen Problemen dieser Welt, nur sind sie hier halt noch ein bisschen größer. Soho, um 9 Uhr früh. Ohne Laster und Gefahr. Ausgebleichte Sexreklamen wie überholte Wahlplakate. Um diese Zeit sind die einzigen Delikte Verkehrs- und Parkvergehen. Naja, die Preise nicht. 4 Pfund, das ist schon fast kriminell. Die Engländer schimpfen auf die EG und möchten raus. Und wir schimpfen auch drauf, weil die Engländer drin sind. Und drum wäre sie für uns so teuer. Tja, wer ist eigentlich gerne in dieser europäischen Gemeinschaft? Das Wort Europa, das höre ich selten hier. Vom Kontinent spricht man gelegentlich. Zum Portobello Market geht man eigentlich nur als London-Anfänger. Das heißt, man geht schon hin, aber eigentlich nur, um festzustellen, dass man nicht mehr hingehen kann. Es ist zu teuer und nur Touristen. Und ein versierter Reisender geht nicht hin, wo Touristen sind. Der erste Tag London, ja, doch recht deprimierend. Nach 3 Stunden am Piccadilly waren wir schon über 2 Polizisten zu Pferd glücklich. Und gehofft haben wir auf Rolls-Royce und Ölscheichs mit verschleierten Damen, aber nix was. Überhaupt Luxus, Glanz sieht man wenig. Was wir uns immer wieder vornehmen, einfacher, bescheidener zu leben, das praktiziert der Engländer schon seit Jahren. Also doch ein Fall für einen Wirtschaftsfunk, nein. Aber ich finde, als Tourist, da darf man sich ruhig darum kümmern. Waterloo Station.
Der Engländer teilt sich selbst in 3 bis 4 Gesellschaftsklassen ein. Die letzte Umfrage hat folgendes Ergebnis. Circa 40% Arbeiter, Working People. 19% Facharbeiter, noch Working People. 10% Angestellte, untere Mittelklasse, under Mittelklasse. 25% Mittelklasse, Mittelklasse. 1% Oberklasse, nennt sich bescheiden Upper Mittelklasse. Die fehlenden 5% sind wahrscheinlich die Obersten. Das sind 4 königliche Herzöge, 26 Herzöge, 37 Markgrafen, 194 Grafen, 126 Vizegrafen, 26 Bischöfe, davon 2 Erz, 477 Barone, 18 Trägerinnen hohen Erbadels, 330 Hochadelige auf Lebenszeit. Für diese Angaben übernehmen wir wie immer keine Gewähr, da auch in diesen Kreisen mit natürlichen Abgängen zu rechnen ist. Diese Klassen unterscheiden sich nach Erziehung, Schule, Beruf, Vermögen. Sie reden verschieden, leben, wohnen und kleiden sich verschieden. Aber alle haben den gemeinsamen Wunsch, in ihrer Klasse zu bleiben. £380, 400 now. And 20. £420 then. It's at the table. £440 now. Versteigerung bei Sotheby's. Dieses Unternehmen hat im letzten Herbst 120 Millionen Pfund umgesetzt. Renner waren Diamanten, Gemälde, Möbel, Silber ist stark im Kommen, auch chinesische Kunst. Heute ist nur eine kleine Versteigerung Silber. Die Ware zwischen 100 und 4000 Pfund, das Publikum meist Händler, Ölscheichs und andere Überraschungen sind nicht zu erwarten. Sotheby's versteigert alles, Briefmarken, Ausgrabungen, Puppen, Waffen, Weinkutschen, Gemäldesammlungen, komplette Schlösser, ausgenommen Besitzer und Personal. Was ein Kontinent zusammengetragen hat, erobert, erheiratet, geerbt, geplündert, gepfändet, enteignet und manchmal auch gekauft hat. Das wechselt hier den Besitzer. Bücher, die die Welt verändern sollten, werden hier nur mehr als schöner Einband ersteigert und Kostbarkeiten von Sammlern vor der Welt verborgen. Liebesbriefe, Memoiren und geheimste Gedanken werden zur Ware. Der silberne Babylöffel von dem 2. Earl of Sowieso wurde hier verscherbelt. Ja, der Earl war nicht in der Lage, Nachwuchs zu zeugen. Und die pietätlosen Erben trennen sich von dem Plunder, mit dem die Erbtante gelebt hat. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Ölschinken mit der üppigen Rothaarigen, der jahrelang im Salon über dem Kamin hing, ein echter Rubens war. Hochlebe die Erbtante. Der Rubens wanderte in einem Banksafe. Da Rubens sehr fleißig war, besteht doch durchaus die Möglichkeit, dass auch irgendwo in Europa bei Ihnen nachschauen. Aber nicht jetzt noch der Sendung da. Ja, wenn so ein Ölschinken erst einmal zu einer Versteigerung angenommen ist, dann hat er schon den niederen Wein. Das ist Brixton, eine Gegend, in der Kamerateams schon unangenehme Überraschungen erlebt haben. Ja, und auch wir haben den Hochmut gespürt, den die Schwarzen einige Jahrhunderte lang ertragen mussten. Das Verhältnis ist schwierig und gestört.
Denn mit der Entdeckung und Eroberung der schwarzen und andersfarbigen Erdteile machte der Weiße die Erfahrung, dass diese Erdteile bewohnt waren von Lebewesen. Dass die auch Menschen waren, diese Entdeckung machte der Weiße erst später. Diese Menschen eigneten sich einige Jahrhunderte bestens als Arbeiter, Sklaven, Diener in Garten und Küche, auch im Schlafzimmer. Manche hatten Glück und wurden als Souvenir oder Lieblingsmohren nach England mitgebracht. Selten, da es hat ja auf der Insel noch genug Personal gegeben. Alles funktionierte bestens, bis das Weltreich schrumpfte. Und da zog man sich dann mehr oder weniger gekränkt, aber gut ausgestattet in die Heimat zurück. Stellte China als Erinnerung in die Vitrine, Indien als Elefantenzahn auf dem Kamin und der Orient lag als Teppich im Salon. Man beschränkte sich auf den Handel mit Waren und Geld und lebte mit viel Tradition, Ruhm, Staub, Vergangenheit. Die Kinder des Landes aber zog es zur Mutter Britannia. Jeden Tag landeten Hunderte. Damals in der Zeit von Swinging-Landen, wo alles bunt war und farbig, da fielen sie erst gar nicht so auf, die Farbigen. Sie gaben einen Hauch von Großstadt, von Weltreich. Und sie fühlten sich als Briten. Man hat es ihnen ja gelernt. Sie kopierten die Lebensart, gründeten Familien, bekamen Kinder, viele Kinder, und eroberten nach und nach ganze Straßenzüge und Wohnviertel. Brixton im Süden, nach Notting Hill kamen die aus Trinidad. East End eroberten die Bengali und South Hall die Inder. Und Araber kauften sich mit Ölgeld im vornehmen Kensington ein. Straßen mit Farbigen waren für Weiße keine gute Adresse mehr. Aber es ist ja kein Problem der Briten allein, sich daran gewöhnen zu müssen, dass es Menschen gibt, die anders sind als wir. Und dass diese Menschen auch Glück, Zufriedenheit, Wohlstand suchen, ja, mit daran müssen wir uns auch gewöhnen. Der Europäer ist hinausgezogen in die Welt, hat seine Kultur, seine Religion und Zivilisation als die beste, größte und einzig wahre verkündet. Wir haben eigentlich gar keinen Grund, in Aggression oder Melancholie zu verfallen, wenn die anderen diese Kultur und Zivilisation jetzt ernst nehmen. Das sind Bilder von Ascot, einem gesellschaftlichen Höhepunkt der englischen Season. Upper Middle Class. Windhundrennen, ein Vergnügen für Working People. In Großbritannien werden im Jahr Milliarden Pfund verwettet. Wetten kann man auf alles, was sich bewegt, aber nicht auf die königliche Familie. Da kann man wetten, wer in Deutschland Bundeskanzler wird oder ob er es bleibt oder ob es auf dem Mars droben kleine Männchen gibt oder ob es das Ungeheuer im Loch Ness gibt und wenn es das gibt, wie groß es ist und wer die schönste Miss Universum und wie das Wetter wird, ob es regnet. Also das wäre die einzige Wette, die ich eingehen würde. Und was und wie viel es regnet und ob sich die Regierung hält und ob das Pfund steigt, wann die nächste Fabrik schließt, ob gestreikt wird, ob man eins oder mehrere Kinder kriegt, sogar auf den eigenen Tod kann man da wetten.
Windhundrennen werden zwar von allen Seiten bekämpft und abgelehnt, aber es gibt ca. 5000 im Jahr. Eigentlich geht man so wohl nicht hin. Shit. Dog shit. Ja, eigentlich sagt man sowas nicht. Also für den Touristen ist das Preiswerteste in London die Wachablösung. Die kostet nichts. Wir sind vor Buckingham Palace. Das Interesse des Briten für die Monarchie ist gering, aber er möchte sie nicht missen. Für den Londoner ist die königliche Garde mehr ein Verkehrshindernis. Für Gewerkschaftler die Königin eine Arbeitgeberin. Sie hat das höchste Beamtengehalt von 2 Millionen. Die Königin hat keine Regierungsgewalt, die hat das Volk. Was sie zu unterschreiben hat, legt ihr der Regierungschef vor. Und wenn sie was zu sagen hat, liest sie eine Rede, die vom Premierminister aufgesetzt wurde. Sie darf Beamte und Diplomaten ernennen auf Vorschlag der Regierung und verdiente Männer auszeichnen und in den Adelstand erheben auf Vorschlag der Regierung. Sie hat Besucher zum Tee, Cocktail oder Dinner einzuladen auf Vorschlag der Regierung und muss Besuche im Ausland machen. Sie darf ihren täglichen Menüplan bestimmen, nach Vorschlag des Hofarztes, aber sie muss ganz allein ihre Garderobe und auch die Hütte selber aussuchen. Für diese Tätigkeit steht ihr im Jahr eine Unkostenvergütung von 6 Millionen zur Verfügung. Die Frau zahlt drauf. Am Tower, nahe einer historisch wertvollen Hinrichtungsstätte, findet jeden Mittwoch von 12.30 Uhr bis 14 Uhr Lord Soper statt. Nein, nicht der blatterte vorn, der Gentleman im Hintergrund ist. Am Speaker's Corner im Hyde Park, da waren früher seine Auftritte, aber dort spielt man jetzt mehr für Touristen. Seine Lordschaft predigt nur für Briten. Er soll Politiker gewesen sein, Parlamentsmitglied, und er hätte ein Spleen, sagt man. Außerdem wäre er reich. Genau 12.25 Uhr fährt er in einer schwarzen Limousine vor. Chauffeur, Sekretär und ein älteres Fräulein steigen aus und bereiten das Podium vor. Dies durften wir nicht filmen. Dann spricht der Lord, ohne Manuskript. Er liebt die Debatte und improvisiert auf Zuruf. Er war in Oxford. Ich konnte nicht erfahren, was das Plenige am Lord ist. Dass er seit Jahren versucht, die Menschheit zu bessern oder zum Nachdenken zu bringen. Oder ob er den Leuten nur helfen will, das Sandwich zu vergessen. Nur vielleicht will er seine Zuhörer nur für 1,5 Stunden die Langeweile vertreiben und sie unterhalten. Dann hätte sich das Blin doch schon gelohnt. Der englische Lyriker Shelley sagte, ich stelle mir die Hölle als eine große Stadt vor, die viel Ähnlichkeit mit London hat. Am Nachmittag eine Stadtrundfahrt auf dem Oberdeck eines Sightseeing-Busses. Ich warne Neugierige. Sie sehen vom Heizwerk die Vorderseite, vom Parlament die Breitseite und wenn Sie Glück haben, von der Königin den blauen Hut. Wahrscheinlich treffen Sie eine Blaskapelle. Ganz sicher aber finden Sie viele freundliche Leute. Die Engländer, die sind gar nicht so steif und so zurückhaltend und reserviert, wie wir immer glauben.
Sonntag in London. Jetzt ein Tipp für Wochenendreisende. Am Sonntag, wenn Geschäfte und andere Vergnügungen geschlossen sind, können Sie einen Hexenschnellkurs machen. Es gibt an die 50 anerkannte und praktizierende Hexen mit Diplom. Ja, natürlich reiten die nimmer auf dem Besen um einen Ippenbläse. Selbst hier modernisiert man gelegentlich. Für die Kamera wollte ja ich ursprünglich den Schüler da spielen, aber die Meisterin, die hat mir so mitleidig angeschaut. Und jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Wir haben einen Studenten als Statisten engagiert. Mit einem Schauspieler hätte es wegen der Gewerkschaft zu große Probleme gegeben. Und Studenten haben keine Gewerkschaft. Wenn man hier eine Veranstaltung, Theater oder Revue filmen will, so muss man mit sämtlichen Gewerkschaften verhandeln. Eine für Schauspieler, für Tänzer, für Beleuchter, Musiker, Garderobenpersonal. Und Hexen haben auch keine Gewerkschaft, darum dürften wir drehen. Na, jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Für 15 Pfund. Das hier sind ja nur Ausschnitte, das Ganze dauert 5 Stunden. Und sowas kann da nur ein Jungfilm in voller Länge zeigen. Die Musik ist auch nicht original, die haben wir von der Schallplatte. Weil der Harfenist, der ist in der Harfengewerkschaft. Und da hätt's was kosten. Ja, und da wir schon beim Nassauern sind, Blasorchester der Heilsarmee, das kostet auch nichts. Die Heilsarmee hat keine Gewerkschaft. Speakers Corner im Hyde Park. Die Heilsarmee schlägt den Leuten die Bibel um die Ohren. Speakers Corner ist der Umschlageplatz für große Ideen und Weltverbesserungen. Hier darf jeder seine Meinung frei äußern, ohne Beschränkung. Aber nur am Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Und möchte man seine Meinung vor der Kamera frei äußern, braucht man eine Drehgenehmigung. Da die meisten Zuschauer ausländische Touristen sind, empfiehlt sich ein leicht verständliches Thema. Am besten, sie verpacken ihr Anliegen in Musik, Komik, hat ein bisschen was Unterhaltsames, wie im Fernsehen. Diese Lady tritt hier seit 25 Jahren auf. Angefangen hat sie mit Religion, dann wurde sie Feministin. Später trat sie für Tierschutz, speziell Taubenschutz, ein. Und vor einigen Jahren hat sie sich auf reine Unterhaltung zurückgezogen. Und wirklichen Erfolg hat sie erst jetzt. Ich hab's auch probiert. Meine Damen und Herren, Schotten, Briten, Engländer, Touristen, ich möchte heute über ein Thema zu Ihnen sprechen, das in diesem Land leider in Vergessenheit geraten ist. Die Kochkunst. Ich meine, das englische Essen, das man zu Recht Food nennt, ist ja eines der besten der Welt. Aber weh, wenn es einmal gekocht ist. Hauptsächlich ernährt man sich hier von Sandwich. Es ist belegt mit Schinken, Wurst, Käse. Aber das ist völlig wurscht mit was, weil es schmeckt alles gleich. Das klassische englische Sandwich, für das der Erfinder, ein gewisser Lord of Sandwich, leider nicht enthauptet wurde, besteht aus, nehmen Sie Papier und Bleistift zur Hand, einer Scheibe Weißbrot, feucht, mit 31 chemischen Zusätzen. Einem Blatt Salat, 2 Scheiben Gurken, ungesalzen,
einer Scheibe Schinken und einem Löffelchen alter Mayonnaise. Das Ganze legt man sorgfältig aufeinander und wirft es dann am besten weg. Wenn man aber nichts anderes kriegt, kann man es auch essen. Dazu trinkt man Tee aus der Tee, der ist wirklich gut. Feinschmecker allerdings trinken dazu ein Getränk, das sie hierzulande Bier nennen. Der Ausschank ist allerdings nur gestattet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 11 Uhr. Diese Verfügung soll auf Königin Elisabeth I. zurückgehen, um die Nation nicht völlig auszurotten. Eine andere beliebte Art, sich den Magen zu verderben, ist Fish and Chips. Also den schmeckt beides gleich, weil es ungesalzen ist. Aber Sie erkennen den Fisch daran, dass er hart ist. Während des Chips erkennen Sie daran, dass sie weich sind. Um sich einigermaßen wiederherzustellen, kann man dazu Tee trinken. Also der Tee ist wirklich sehr gut. Was? Er hat Nails put to his hands and he was killed. The most cruel death you can imagine. But why should he do this? He did this for you and for you and for you as an individual. Yes, my friend, for you. Whether you want it to or not, he did it for you. And for anybody else here today, Jesus Christ died for you. Why should he die for you? Jetzt komme ich zum Dinner, dem Abendessen. Da entwickelt der Brite so recht seinen Sinn für Humor. Da wird die Tafel festlich gedeckt mit Silber, Porzellan, Kerzen und Blumen. Die Beleuchtung ist aus gutem Grund gedämpft, aber Abendkleidung ist nicht mehr erforderlich. Gern wird zwischen den Gängen auch getanzt. Also ein Dinner besteht ja aus mehreren Gängen, zum Beispiel einem Starter. Ein Cocktail aus Meeresfrüchten, der schmeckt noch überhaupt nichts. Die Suppe lassen stehen, da essen sie lieber die Blumen vom Tisch. Vor Fischen sei gewarnt. Wenn Sie einmal das Glück haben, ein Stück Rind zu erwischen, verhalten Sie sich wie ein solches. Essen Sie, essen Sie, essen Sie. Solange der Vorrat reicht. Lassen Sie sich auch nicht ablenken von Gemüsen aller Art. Und wenn es auch noch so schön ausschaut, es schmeckt noch gar nichts. Außer Sie haben das Glück, es ist angebrannt, das passiert aber sehr selten, da es ja nur in Wasser gekocht wird. Den Nachtisch lassen Sie bleiben, da essen Sie lieber die Kerzen vom Tisch. Nachher trinkt man Tee. Also der Tee ist wirklich sehr gut in diesem Land. Bip, 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 bip. Bulli, 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 bulli. Bulli, 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 bulli. Bip, 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 bip. I decided I would go out to take advantage of a very summer day. Der Sonntag ist hier echter Ruhetag. Der Drang, 100 Kilometer und mehr fahren zu müssen, nur um woanders schnell einen Kaffee zu trinken, ist noch nicht so verbreitet. Die Familie, die Zeitung, der Spaziergang im Park genügen, um einen Sonntag auszufüllen. Übrigens, das Betreten des Rasens ist für Mensch und Tier erlaubt. Wir bewundern die Sträucher, die Bäume. Und ich glaube, es ist nicht nur das Klima, das die englische Landschaft so schön und so anmutig macht. Nein, es ist eine Art Hochachtung vor dem Lebewesen Strauch und Baum. Wir sind auf dem Weg nach Norden. Die Reiseroute sollte keine touristische mit Schlossbesichtigung und Abenteuerurlaub werden. Ja, wie kann man die Landschaft beschreiben? Eine Park- oder Spielzeuglandschaft? Oft glaubt man, jeder Baum wäre vom Gartengestalter gepflanzt und jedes Haus von einem raffinierten Architekten genau an den Punkt hingestellt. Eine Mauer nicht aus praktischen, sondern aus ästhetischen Gründen errichtet. Hunderte von Meilen solcher Mauern durchziehen das Land. Und jeder Stein wurde oft in die Hand genommen, angeschaut, umgedreht, mit Bedacht an seinen Platz gelegt. Wenn man bei dieser Arbeit zuschaut, kann man erfahren, dass es nicht nur im Süden unseres Kontinents Menschen gibt, die für das Leben noch Zeit haben. Ja, also beschreiben kann ich die Landschaft nur mit Musik. On this summer day, then you might as well. Sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young
and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout pas s'oublier. Das Seebad Blackpool im Oktober. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in this world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I'd have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away. Der größte Ballroom in Blackpool. Täglich Tanz von 15 bis 17 Uhr. Die älteren Jahrgänge, jetzt Senioren genannt, seit das Wort alt nur mehr für Möbel gebraucht werden darf, da bedeutet es uns aber Qualität, Schönheit, Wert, aber beim Menschen, naja. So bis zum 45. Geburtstag, da wird er 45 Jahre alt. Und dann, später, heißt es neckisch, 50 bis 70 Jahre jung. Und wer das Glück hat, über 80 zu werden, der darf sie dann wieder alt nennen. Das Schlimme ist, dass die Alten das Spiel mitmachen. Großbritannien hat da eine sehr praktische Einführung. Eine Frau kann auf amtliche Fragen nach ihrem Alter antworten, ich bin über 20. Also hier tanzen Herrschaften über 20. Saison ist das ganze Jahr über und wenn es mal so kalt wird, dass sich am Strand sogar die Möwen verkriechen, findet man immer Wetterfeste, die darauf bestehen, Urlaub am Meer zu verbringen. Andere härten sich lieber in der Hotelhalle ab bei Bridge und Tee. Der Wind heult im Kamin. Und angenehme Kühle zieht durch Fenster und Türen. Frieren ist nach Cricket der beliebteste Sport. Wir
wir strengen uns ja ziemlich an, britische Lebensart zu kopieren. Mir scheint aber, das Nicht-Angestrengte macht's erst britisch. Eine gewisse Lässigkeit, aber mit Haltung. Eine gewisse Nachlässigkeit, eingewickelt in Tradition und Regeln. Die nicht sagen, was man tut, sie sagen, was man nicht tut. Wenn man aber sich zu genau an diese Regeln hält, dann wird man leicht zum Snob. Wieder in London. Schon 3 Stunden stehen wir vor Buckingham Palace. Die Times hat ermittelt, die Mehrzahl der Briten glaube, dass sie im Vergleich zu anderen führenden Nationen weniger hart arbeiten wollen, weniger stolz auf ihre Arbeit sind, ihren Willen zur Arbeit verloren hätten. Das Selbstgefühl wäre auf einen Tiefpunkt angelangt. Es gäbe nur mehr 2 Einrichtungen, womit der Brite zufrieden wäre. Die Monarchie und die Polizei. So, jetzt kommt die Königin. Achtung, die nimmt's ganz groß. Ja, so groß ist halt gerade. Brauchen wir ihr mal? Ja, natürlich. Nein, der ist nicht so wichtig. Jetzt schwenkt mit, schön. Wie schaut's aus? Gut, schaut's aus. Gut. Wunderbar. Herrlich. Weg, Walter, weg, du kriegst das Bild ab. Wo? Ach so, zurück, die Mutter kommt. Na, doch nicht da auf die Reiter schwenken, die Mutter, die reitet doch nicht mehr in ihrem Walter. Oben droben ist. Na, nicht da, da sind doch die Leute, die ist doch nicht unter die Leute. Die Königin Mutter, wie Mama, droben ist auf dem Balkon. Da typisch, jetzt kommen wir wieder zu spät und die Margret wäre auch dabei. Blau, die in die Blau, in den blauen Komplett. Scheiße, wieder nicht erwischt. Weißt du was? Mach dir dein Fenster. Wir gehen ja zum Essen. Auf geht's, Rainer, komm. Ludwig, wo ist denn da vorn? Ludwig! Wickerl! Die Erwartungen in die Zukunft sind nicht optimistisch. Die meisten fürchten, dass sie im Jahr 2000 noch düsterer aussehen würde. Großbritannien hat ein Weltreich verloren, aber die Magie der Kraft erhalten. Es ist immer noch der größte Kapitalmarkt und hat die exklusivsten Autos, Geschäfte, Schneider und die feinste Gesellschaft. Die größten Landsitze und die besten Regenmäntel. Es hat die berühmteste Polizei und Öl. Viel Öl. Die beste Presse und das Fernsehen behauptet das auch von sich. In London wird das interessanteste Theater gespielt. Und jetzt wollen einige, dass ich was über Fußball sage. Aber ich werde mich hüten. Ich bin im Pub. Das Bier ist... Na, darüber gibt's eigentlich nichts zu sagen. Man trinkt es leicht warm, ohne Schaum. Um den Geschmack zu verändern, da kann man Pfefferminzlikör oder Ingwer-Sirup hineinschütten. Es schmeckt halt dann anders. Ja, hier ist alles anders. Auch das Anderssein ist anders. Ganz anders. Die Pubs werden im Allgemeinen von Männern frequentiert. Es gibt aber auch Pubs, in die Männer gehen, die gerne in Pubs gehen, in die gerne Männer gehen. Eigentlich wollten wir hier nur was trinken, aber dann haben wir den Betrieb gesehen und ein Pub hat uns noch gefehlt. Wir haben gefragt, ob wir filmen dürfen. Warum? Wir machen einen Bericht über England. Also, wir durften drehen. Und der Grund war ja wahrscheinlich, dass wir einen jungen Beleuchter dabei hatten als Protektion. Und nach einer Stunde sind dann die Lampen ausgefallen, weil es zu warm war oder die Stromspannung zu hoch. Ja, was machen? Im Dunkeln kann man ja noch nicht drehen, aber vielleicht erfinden die Japaner bald was. Und wieder hat der hübsche Beleuchter fragen müssen, ob wir noch einmal dürfen, umsonst natürlich. Also wir durften. Und am nächsten Tag sind die gleichen Gäste wiedergekommen und sogar am gleichen Platz gestanden. Und die Mädeln dort sind noch mal für uns aufgetreten, umsonst. Nur eine Bedingung, die Jüngere wollte ein schwarzes Kleid tragen fürs Fernsehen.
that happy feeling when you are stealing that extra pound. No. Über den englischen Humor ist schon so viel Ernstes gesagt worden, dass ich mich daraus halten möchte. Die Engländer sagen, es gibt den. Und der Konsumbedarf für Humor ist ja sehr hoch. Zeitungen, Shows, Radio. Das Fernsehen allein braucht täglich mehrere Stunden Humor. Bei uns ist er leichter nicht. Unser Fernsehen braucht nicht so viel. Man stelle sich das bei uns vor. Eine Wirtschaft, in der so andere Leute sind nicht und in Frauenkleidern da auftreten, ohne dass Fasching ist. Und die Fahne des Landes schwingen und vaterländische Lieder singen, die heiligsten Güter der Nation lächerlich machen, aber sich dabei doch für die größte Nation halten und stolz sind und dabei lachen. Vielleicht haben die Engländer wirklich mehr Humor oder einen anderen. Es ist Sitte, dass man sich nach kulturell wertvollen Sendungen bei allen Mitwirkenden bedankt. Ich danke Ihrer königlichen Hoheit, Elisabeth II. Nebst Prinzgemahl, dass Sie sich kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Der Königin Mutter und Prinzessin Margaret für ihre freundliche Mitwirkung. Den Einwohnern von London, den Einwanderern und Touristen. Der Heilsarmee, der Polizei, den Busfahrern und den Hexen. Den Tauben in Hyde Park und allen Mädchen über 20. Ferner meinen Mitarbeitern für ihre Geduld, ja, und Ihnen, den Zuschauern, danke ich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen in Schottland.